Er ist der Herr des heißen Eisens. Mit fast 80 Jahren tagtäglich noch körperlich arbeiten? Für Heinz Billen ist das kein Problem. Seit etwa 35 Jahren betreibt er auf seinem Hof in Rumeln-Kaldenhausen seine hauseigene Schmiede. Im Laufe der Jahre hat sich dort eine Menge an selbstgeschmiedeten Kunstwerken angesammelt. Wie viele genau, da ist sich Heinz Billen gar nicht mehr sicher. Vieles verschenkt er, denn er hat eben ein gutes Herz. Und dieses gute Herz machte einen gewaltigen Satz, als ihn Ende des letzten Jahres ein ganz besonderer Anruf von der CDU erreichte. Ferdi Seidelt rief mich Ende des vorigen Jahres an. Hör mal, was hältst du davon, wenn wir auch mal ein Wappen, alle haben ein Wappen, nur wir in Rumeln-Kaldenhausen haben nichts. So, und als Rumeln-Kaldenhausener war das natürlich eine tolle Idee. Ein Entwurf hatte Heinz Billen direkt parat. Mit einem Kugelschreiber skizzierte er seine Ideen und die fanden großen Anklang. Auch einen Platz für das Wappen hatte er schon im Kopf. Das ehemalige Rathaus von Rumeln-Kaldenhausen. Alte Feldbrandsteine und typische Niederrheindachpfannen sollten das Bild des Wappens abrunden. Gesagt, getan. Ich habe direkt im Januar angefangen, nicht Fulltime-Job damit, aber immer mal ein paar Stunden. 2 Monate harte Arbeit stecken nun in dem fast mannshohen Wappen. Immer im Hinterkopf die heraldische Richtigkeit des Wappens. Der linke Teil steht für die Gemeinde Kaldenhausen und soll nach dem Anstrich ein schwarzes Kreuz auf silbernem Grund zeigen. Rechts sind 3 Rosen zu sehen. Der Untergrund wird blau angemalt. Somit repräsentiert die rechte Seite die Gemeinde Rumeln. Fertig geschmiedet ist das neue Wappen schon. Was nun noch fehlt, sind die Farben. Die werden extra in Hamburg angefertigt. Vor dem Anmalen steht aber das Abkleben und Patinieren auf dem Programm. Nur wenige Tropfen des silbrigen Patinierlacks lassen den Wappenmantel in Handumdrehen edler aussehen. In circa 2 Wochen sind für Heinz Billen die Arbeiten an dem neuen Wappen dann abgeschlossen. Das war für mich A, eine Ehre und zum anderen macht es Spaß für einen Heraldiker ein Wappen zu schmieden. Das Wappen für Rumeln-Kaldenhausen fügt sich damit in eine lange Reihe von Heinz Billens eisernen Kunstwerken ein. Unter ihnen ist auch ein ganz persönlicher Favorit des Kunstschmieds. Eine Vase, in der 5 Rosen stehen. Der Clou? Die Henkel der Vase formen auf der Rückseite ein Herz. Ganze 2 Monate hat Heinz Billen gebraucht, um aus einem einfachen Flachstall solch ein Kunstwerk zu zaubern. In den kommenden Jahren möchte er sich auf genau solche Schmiedearbeiten konzentrieren. Auftragsarbeiten mache ich keine mehr. Das ist ganz wichtig, da ich das hier und heute sage, damit nicht noch welche kommen und sagen, oh, ich habe aber da. Ja, also so ist das ja. Ich kenne das Spiel. Am 1. Juli wird das selbstgeschmiedete Wappen dann am Rathaus angebracht. Heinz Billen ist schon jetzt sichtlich stolz. Und wir sind uns sicher, das Feuer in und um Heinz Billen wird sicher nicht so schnell erlöschen.